been fixed. Stehen dann von uns auch irgendwann Replikas da drin, mit denen sie ihre Zeit verbringt. Yay, Dia, you're back to normal. Ja. Naja, das ist eigentlich ihre eigene Form. Curious questions went to my head. I said so many things. Please don't say that. Yeah. And you weren't granting wishes for yourself. You did it. I have friends like that too. Other people's hopes and dreams are what motivate them. They'll work tirelessly, if you ask me. That's please, no more praise. I'm really not comfortable with it. Someone like me doesn't deserve so many people's praise. Well, at least the domain is fixed now. And all the components. What's the matter, Klee? I suddenly have loads and loads of more wishes. Is there a way to get up on top of the- There is a way, but there's only space for a very few- That's okay. I can go up by myself. But it'd be more fun with Miss Honorary Knight. Natürlich. Are we sure about this? What happens if we fall off? Naja. Yeah, but... Don't worry. I'll be there to make sure no... Aww. Wohin sollen wir denn? Na, wie kommen wir denn da hoch? Ihr seid ja lustig. Ach so. Ach, wir waren schon da oben. Da will sie hin. Sag das doch. Gott sagen, ihr seid ja lustig. Allesamt. Allesamt seid ihr funny. Okay. Dann wollen wir mal das Event so langsam ausklingen lassen, damit wir nach den Truhen suchen können. Wir wollen ja schließlich noch, ja, das Outfit für Kaya bekommen, ne? Oh, warte mal. Lass mal hier stehen bleiben. Brauchen ein bisschen Ausdauer, um da hochzukommen. Oh, ich höre das Rad schon. Siehst du? Das ist nämlich knapp. Naja. Wäre mal wieder so gegangen, aber so geht's auch. Was? Dann lassen wir uns mal da hochfahren. Wow! So high! I can see everything! Ja, ne? Idea, next time you need to bring Kaya and the others up here. Ja. Sure thing. Ja. Ups. Was machst du denn da? Ach Mensch.
Muss ich nochmal mit einer der Dings hochfahren, hä? Aber ich wollte doch da hoch irgendwo hin. Da wollten wir doch hin. Ist aber merkwürdig. Ach nein, wir sollen nur mit dem Ding hier hochfahren. Ein bisschen Geduld haben hier. Ich dachte, wir sollen uns hier irgendwo hinstellen, aber anscheinend hat das schon ausgereicht. No. Whenever people have to leave this domain, I like to come up here and spend some time alone after I've seen them out. Okay. They're always overjoyed when they first arrive, and but once they realize that they can't take anything home with them, they get upset. Some of them can't bear to leave. Do you ever get sad? I feel lonely at times, but not sad. Okay. A lot of people destroy everything they created before leaving. But some don't. Like the residents you met. Before they left, they asked me to make replicas of themselves using hydro-eidolons. Mm-hmm. Then they tasked these replicas with maintaining everything they built here. That's beautiful. Yeah. I don't know how they're faring in the outside world, but just the thought that one day it feels like I'm here waiting for them in the future. Aww. I just think that every dream, every wish is like a flame in a bottle. Whether someone is still working towards their dream or living it already, as long as whenever they think back to that spark of, well, I feel. Aww. I guess I finally paid Alice back after all these years. Funny to think I've been in the middle of a desert this whole time. It's just a giant muddy. Time for Paimon to give you a nickname! Mud Fairy! Watch out for Idea the Mud Fairy! How dare you mock me! Roar! I'm still embarrassed to have shown you my uglier side. But I'm glad the Valorium Mirage is up and running again. Ach, komm. This place is going to be bustling with activity again soon enough. Yep! I want to get for one last ride on the train. Yeah. Machen wir das mal. Ja. Das haben wir doch schon gemacht. Ah. Das ist jetzt freigeschaltet, aber das muss nicht sein. Okay. Dann wollen wir mal wieder runter. Nö. Brauchen wir nur noch die Wunschgutscheine. Aber ich pause hier eh gleich nochmal. Und dann gucken wir mal. Wer die am besten kriegen können. Oh. Nö. Jetzt fehlen ja noch ein paar. Okay. Stimmt. Wie kriegen wir die Truhen auf? Könnt ihr uns da nicht irgendwie helfen?
War noch eins, ne? Irgendwo muss er doch sein. Ah! Aww. And why would anyone want? Yeah. Ugh, forget it. It's not my concern. Stimmt. Wie viel brauche ich denn eigentlich noch? Ganz viele. Ganz, ganz viele. Aber wie gesagt, ich guck da mal, ne? Schauen wir mal. Okay, also man soll irgendwann, wenn man genug gesammelt hat, dann das auch auf der Karte angezeigt bekommen. Müssen wir aber suchen. Da müssen wir wohl suchen. Nö. Ziehen wir einfach mal wieder los und schauen mal, was wir finden. Haben wir eh schon lange nicht mehr gemacht. Einfach mal Gegend, durch die Gegend laufen, ne? Ach, sie juckt. Vielleicht finden wir noch andere Dinge, die wir brauchen. Nö. Müssen ja auch nicht alle unbedingt finden. Nur die, um dann das freizuschalten. Guck mal da unten. Na dann. Collecting rare and exquisite treasures. Yeah. Ja. Das machen wir gern. Gucken wir einfach mal weiter. Dann finden wir schon welche. Dann ebenso. Heilen müssen wir uns auch noch machen. Why would anyone want? Forget it. Wenn wir so rankommen, dann, ne? Sollte ich mich mal vielleicht mal heilen. Ja, dafür müsste ich auch mal auf die Map, anstatt auf sowas. Ja. Suchen wir hier ein. Da. Nehmen wir den. Nö. Dauert ja nicht lang. Nur ein bisschen laden. So. Na komm.
Siehst du, jetzt sind wir wieder geheilt. Reden sollte man auch können und dann können wir wieder zurück. Ich glaube, hier hinten war noch ein bisschen was, ne? Wo wir uns umgucken konnten. Machen wir mal das. Jupp. Einmal bitte hinreisen. Nö. Dann sind wir auch gleich wieder da. Dann geht doch. Schauen wir uns hier mal um. Ach, guck mal. Wie convenient. Können wir ja sowieso immer gut gebrauchen. Oh, hier. Ah, okay. Das üble schon. Take flight. Nee, ich glaube, da brauchen wir wieder Hilfe für. Etwas schwierig zu finden. Vielleicht, ich meine, der hüpft da so rum. Gehen wir mal hin. Ja. So viel zu, gehen wir mal hin. Na, danke, dass du einmal runterfällst. Ey, du bist auch echt... Na, geht doch. Ach so, nee. Das war das nicht. Aber hier könnten wir mal eine andere Route wählen. Ah, okay. Dann fahren wir doch mal in die Wüste. Warum auch nicht? Okay. Cool. Ich meine, hier waren wir noch nicht. Und hier haben wir auch... er hier. Den kennen wir doch. Huch, wie seid ihr denn hier hergekommen? Hier gibt es keine Fahrbahn und der Ort ist in sehr großer Höhe am ganz Rand...
Doch, wir sind mit dem Dings hergekommen. Hier kommen nur selten Leute her. Hm, ich wette, dass nicht einmal Idea weiß, dass dieser Ort existiert. Gibt es hier denn gar nichts? Was machst du denn hier, Jerone? Ich mache einfach nur einen Spaziergang. Hey, schaut mich nicht mit diesem... Er hat sich doch etwa nun, schon wie... Er hat sich doch etwa schon wieder mit Ferdinand gestritten. Hat er das Haus verlassen und ist hergekommen, Blick an. So war es nicht. Wir haben uns wirklich nicht gestritten. Dass ich überall rumlaufe, geht auf ein, wie soll ich sagen, persönliches Interesse zurück. Ich glaube, ich habe das früher schon mal erwähnt. Die ursprüngliche Idee für den Choo-Choo-Express stammt von mir. Damals habe ich nach einem Mittel gesucht, um mühelos an hohe Orte zu gelangen. Also habe ich, hat Jerone sich den Express und die Fahrbahn einfallen lassen. Denn ich liebe den Himmel und hohe Orte. Das muss euch wohl recht hörig vorkommen, oder? Ich erinnere mich, dass es in Inazuma ein Sprichwort gibt. Irgendwas darüber, dass nur Rauch und Leute mit schwachem Verstand gen Himmel ziehen. Gern gen Himmel ziehen. Naja, du bist ein großartiger Erfinder. Ein solcher Express kann jedoch nur in Veloria Mirage gebaut, werden. Vergesst das, reden wir nicht davon. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich hierher gekommen bin. Ich sehe mir von hier aus gerne das Firmament an. Das Firmament in der Mirage ist wahrscheinlich nur eine Spiegelung des Sternenhimmels außerhalb der Flasche, aber für mich ist es trotzdem schön genug. Jeden Abend blicke ich zu den Sternen und fühle eine unvergleichliche Ruhe in meinem Herzen. Derjenige, der den Sternenhimmel liebt, ist Jerone. Jeder, der einen solchen Sternenhimmel sieht, wird ihn lieben. Es ist nur schade, dass wir ihn nicht auch am Tag sehen können. Natürlich, wenn ich nicht jeden Tag hier hochklettern müsste, um die Sterne zu sehen, wäre das noch besser. Ah, da hat Palmon gleich eine Idee, wie das funktionieren könnte. Oh, was für eine Idee. Einfach nur ein Foto machen. Ein Foto machen? Hm, die Technologie da draußen muss sich enorm entwickelt haben. Ja, wir können ein Foto vom Sternenhimmel für dich machen. Ist das wirklich möglich? Aber natürlich. Aber Palmon ist sich nicht ganz sicher, von wo man eine gute Aufnahme des Firmaments machen könnte. Ah, genau hier. Nachts kann man von hier, von dieser Plattform aus den schönsten Sternenhimmel sehen. Deshalb bin ich auch hier hochgeklettert. Ah, gut. Also gut, Jerone. Warte du auf unser Foto. Aber wir sind doch mit der Bahn hier hochgefahren. 19.05. Wir sind doch mit der Bahn hier hochgefahren. Dann wollen wir mal. Oh. Ja, das finde ich auch. Gut, dann geben wir ihm das Foto mal. Hier, bitteschön. Jerome, wir sind zurück. Schau mal, hier ist das Foto. Das sieht genau aus wie der echte Sternenhimmel. Wollt ihr mir dieses Foto wirklich geben? Ja, klar. Klar, wir haben es ja für dich gemacht. Danke, vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, jemals eine so großartige Technologie zu erleben. Jetzt gibt es also eine so fortschrittliche Technologie. Eines Tages kann vielleicht außerhalb der Mirage auch ein Choo-Choo-Express gebaut werden. Ein wirklich wunderschöner Sternenhimmel. Wenn es doch nur damals schon diese Technologie gegeben hätte, dann hätte er sich jederzeit dieses Firmament ansehen können. Oh. Ja, der Richtige, ne? Oh. Dafür habe ich eine Truhe bekommen. Why would anyone want? Forget it. It's not my concern. Oh, haben wir jetzt die 30 voll? Scheint so, ha? Huh? Ah, okay. Und hier kriegen wir dann, ne? Genau. Okay. Ach, so viele muss ich noch sammeln. Bis ich dann die hier sehen kann, überall. Naja, wir kriegen ja was dafür. Und wir mussten ja nicht wirklich hochklettern. Wir haben ja die Gondel benutzt. Naja, dann wollen wir mal.
Ui, das habe ich jetzt verpasst. Naja, wir haben ja schon alles. Wir haben ja alles. There's quality here. Aber von hier sind wir doch gar nicht gekommen. Naja, dann gehen wir von hier aus mal so weiter. Wir haben ja schon die nächste Truhe entdeckt. Können wir dann gleich mitnehmen. Na nö. Ja. Na dann. There's quality here. Ja. Und weiter geht's. Ja, ein bisschen umgucken müssen wir. Oh. Haben wir ihn erschreckt? Okay. Immer schön gucken, ob man nicht doch was findet. Das sind nur diese Herausforderungen, ne? Ich würde die gerne so rauskriegen. Ja, nee, danke. Wenn ihr keine Kiste da habt, dann seid ihr für mich uninteressant. Und irgendwann gibt ihr schon auf. Sag ich doch. Ah, es gibt hier viel abzusuchen, ne? Sehr große Mirage. Aber irgendwie finden wir schon genug. Wie gesagt, es müssen ja nicht alle sein, nur so viele, dass wir dann das für Kaya kriegen, ne? Und wir haben ja dann auch irgendwann mal die Möglichkeit, da die angezeigt zu bekommen. Obwohl das gerne auch, ne,